Moin Leute, was geht ab? Ich bin's wieder Ali, aka nicht überspringen. Und heute machen wir einen Bohneneintopf. Viele nennen es auch Kuhfasulie auf Hartz-IV-Basis, weil es sehr, sehr schnell geht und sehr viele Proteine hat und wirklich sehr gesund ist. Aber ihr müsst aufpassen, wer viele Bohnen isst, wird auf Toilette Schwierigkeiten haben. Wenn nicht heute, dann morgen, liebe Leute. Dann morgen, das sage ich euch. Gott, das ist wirklich ein Haufen Scheiße gewesen. Ich habe selten so viel Dummheit auf einem Haufen gesehen. Was brauchen wir dafür alles? Das will ich euch jetzt natürlich zeigen, liebe Freunde. Obwohl nebenbei mache ich mir jetzt erstmal noch einen Kaffee, weil ich nehme dieses Video morgens um 12.47 Uhr auf. Okay, es ist nicht mehr morgens, es ist mittags, aber... Ich wusste das nicht. Da ich so früh nichts essen kann, nehme ich das Video jetzt auf, weil es ist keiner zu Hause. Ich kann mich so frei artikulieren und bewegen, wie ich das möchte. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal einen Kaffee machen und nebenbei werde ich das kochen. Das ist aber auch nicht schlimm. Man kann das auch nach 12 Stunden warm machen. Dazu kann ich auch nochmal sagen, ich bin so ein Typ, ich kann morgens gar nichts essen. Vor allem mein Schlafrhythmus ist wieder komplett geregelt, Digga. Ich stehe um 9 Uhr auf, ich gehe um 12 Uhr, 1 Uhr pennen. So, Kaffee rein, nicht so viel labern. Heidi, yo. Dazu drücken wir einfach einen Knopf. Kaffee rein, 1, 2, 3 mal Süßstoff. Kochendes Wasser rein, zack. Wunderbar, hier läuft das wie am Schnürchen. So, liebe Freunde, was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Das ist hier die Frage, Ali. Spann uns doch nicht auf die Folter. Ja, chill doch mal, Digga. Ich will ein bisschen labern und so, weißt du? Ja, Bruder, die Leute warten. Ich höre, Digga, was ist los bei dir? Leute, wir brauchen hier einmal Bio Italiano Tomato Gehacto. Mit Oregano. Brauchen wir nicht unbedingt. Ihr könnt auch frische Tomaten nehmen. Ich habe einfach eine frische Tomate genommen, so auf, damit ich wenigstens ein bisschen frisch wirke. Das kriegt ihr bei Lidl, Leute. Bei Lidl. Dann haben wir hier weiße Riesenbohnen, Fasulie von Suntat, Jumbo Fasulie, Hashlama und Alhamdulillah. Sehr lecker. Wunderbar. 1,29 kriegt ihr beim Türken. Dann brauchen wir wunderbare, eine dicke, fette Knoblauchzehe. Ihr wisst, ohne Knoblauch läuft hier gar nichts. Ohne Knoblauch läuft hier ja nichts. Eine Zwiebel, die habe ich schon ein bisschen geschält. Ich muss die nochmal schälen, aber ist ja auch egal. Die kriegt ihr überall. Eine Tomate habe ich ja schon gesagt. Tomatenmark, hier schön Bio, Digga. Ich habe mich einfach getraut. Dachte, arbeitslos, scheiß drauf, Digga. Die Leute sollen nicht denken, ich bin arbeitslos. Ja, Digga, Tomatenmark. Und dann haben wir hier Putenkeule, Putenoberkeule. Ich weiß nicht, beim Türken stand einfach nur Putenkeule, aber ich denke mal, das ist Putenoberkeule. Und beim Türken ist das Geile. Also bei mir ist das so, ihr könnt den Schlachter einfach bitten, dass er das klein hackt. Aber es ist alles vegan natürlich, wie immer, in jedem meiner Videos. What? Also ich weiß nicht, ob der vegan ist oder nicht. Junge, was ist eigentlich los mit euch? Sie sind noch zu dumm, auf die Vorderseite der Verpackung zu gucken. Stößchen. So, dann wollen wir das Fleisch einmal aufmachen. Digga, ich nehme 400 Gramm davon. Das reicht. Weil das hat auch um die 20 Gramm Eiweiß. Wenn ich mich nicht täusche, Digga, müsst ihr nochmal nachgucken. Da wird noch Wasser rausgehen. Vielleicht werden da so 300 Gramm überbleiben. Weil in jedem Fleisch ist irgendwie Wasser enthalten. Weil wir das da reinspritzen. Aber auch das Fleisch an sich hat ja auch Wasser. Weil Tiere ja nicht nur aus Fleisch, sondern auch aus Wasser bestehen. Der Bildungsauftrag wurde erfüllt. So, dafür nehme ich mir eine Waage. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie man wiegt, ne? Krise, oh, guck mal hier. Hier ist das schöne Fleisch. 404 Gramm. Ich schneide noch nebenbei die Zwiebel. So, liebe Freunde, der erste Schritt, den werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe jetzt einmal den Herd angemacht. So, dann kommt erstmal ein bisschen Öl in die Tube. Und heute werde ich auch Olivenöl benutzen. Ich habe ja im letzten Video gesagt, es ist nicht so gut zum Braten. Aber egal. Digga, das riecht so geil. Ein bisschen Olivenöl. Zack. Warten wir ein bisschen, bis sich das schön einsaugt. Und nochmal, ich habe das vergessen zu sagen. Hier ist nochmal Salz. Das ist auch von Suntat. Himalaya-Salz. Dann noch Paprika, Edelsüß und schwarzer Pepper. Jetzt kommt das Tomatenmark hier rein, liebe Freunde. Oh, da macht schön viel. Direkt im Anschluss können dann auch die gehackten Tomaten rein. Ja, die Zwiebeln noch mit rein. Alles läuft hier schon wieder schief. Die Zwiebeln hättet ihr zuerst reinmachen sollen. Egal, scheiß drauf. Mit der Wärme wird das sowieso noch was. Egal, dann verrührt ihr schön alles. Einfach ein bisschen warten, auf niedrigere Hitze stellen. Und das Fleisch können wir dann auch schon mal anmachen. Ein bisschen Öl musst du auch natürlich drüber, ganz bisschen. Da kommt halt noch ein bisschen Öl drüber, weil das Fleisch ist ja schon ein bisschen fettiger. Als Puse oder sowas. Tomate mache ich zum Schluss rein, dann gibt es noch die frische, weißt du? Und Tomaten kommen auch rein. Nochmal schön. Digga, das soll richtig tomatig werden, Alter. Das soll nach Tomaten stinken, Alter.
verstehe Menschen nicht, die keine Tomaten. Also das verstehe ich wirklich nicht. Wie zum Beispiel Ivanio, Digga. Ich kapiere diesen Jungen nicht. Warum? Wie kann man keine Tomaten essen? Also, es gibt nichts Frischeres auf dieser Welt. Ich krieg einen Hals, Digga. Ich laufe hier die ganze Zeit rum, ich muss Knoblauch schneiden, Alter. So, Knoblauch kommt wirklich zum Schluss rein, weil ich hasse das, wenn es verbrennt, weißt du? So, Digga, Knoblauch kommt auch rein. Und immer noch nicht würzen. Ich würze das immer so ein bisschen später. Wir müssen die Bohnen waschen, Leute. Wir müssen die Bohnen waschen. Digga, haben wir kein Sieb? Haben wir kein Sieb? Achso, doch, hier. Ein Sieb. Jetzt kommen die Bohnen da rein. Digga, dieser Henkel geht immer kaputt, Digga. Ich hoffe diesmal nicht. Okay, hat geklappt. So. Einmal waschen. So, Leute, die Bohnen können wir da auch schon mal reintun. So. Zack. Und rühren, Leute. Immer rühren. Und können wir jetzt auch schon ein bisschen Salz, noch ein bisschen Paprikapulver rein. Und jetzt war da echt viel drin. Scheiß drauf. Pfeffer noch ein bisschen. Bin nicht so der Pfeffertyp. Und natürlich unseren schönen Himalaya-Salz. Das ist der übelste Gaumenschmaus. Ich sag euch, wie es ist, Digga. Digga, das habt ihr lange nicht gesehen, Digga. Zack. Oh, Digga, ich liebe das, ne? Jetzt bekomme ich doch langsam Hunger, Digga. Digga, das ist so lecker. Dieser Tomatengeruch, Bruder. Ja, Mann. Die Dose hat 20, 30 Gramm Protein. Ja, fast 20 Gramm Protein. Beim Fleisch würde ich euch nochmal empfehlen. Liebe Freunde. Nehmt mir nochmal, keine Ahnung, wer das gekauft hat. Wahrscheinlich meine Schwester. Und Dillspitzen, liebe Leute. Dillspitzen. Das machen wir beim Fleisch jetzt rein. Aber es schmeckt echt gut, Digga. Ist auch Kenia, Kania. Kania ist die Marke von Lidl. Ich werde natürlich für nichts bezahlt. Der Einzige, wer mich bezahlt, ist das Arbeitsamt. Vielen Dank dafür. Dillspitzen schön ins Fleisch. Dill und Fleisch passt immer sehr gut, liebe Leute. Zack die Bohne. Weißt du, wie ich meine? Zack die Bohne. Zack die Bohne. Was für ein Wortspiel. Zack die Bohne. Ich hoffe, das wird irgendwann erfunden, dass man durch die Kamera riechen kann. Hey, das ist wirklich sehr lecker, Digga. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Also es riecht sehr lecker, meine ich. Lul, oder muss ganz dringend los, Digga. Ja, das meine ich. Guck mal, wie viel Wasser da immer rauskommt, Digga, vom Fleisch. Bali an de goldige, Bali an de goldige, Sakkodi in de goldige, Gandhi an de Gandhiyo, India, Bandiyo, Gandhi, Gandhi, Sakkiyo. So, Freunde, das Fleisch ist auch schon mittlerweile ganz gut durch. Ich würde euch jetzt empfehlen, samt diesen Saft, der da drin ist, der Fleischsaft, der da drin ist, einfach hier rein. Zack. So, und dann mischen wir das und lassen das auch nochmal ein paar Minuten so, weißt du? Guckt euch dieses Geschöpf an, Digga. Guckt euch dieses Exzellentum an, Digga. So, liebe Freunde, das war's auch schon, Digga. Fertig. Hey Leute, also wirklich, man sieht es hier schon so dampfen und da auch, weil das noch, ach ja, ich muss es auch vom Herd wegnehmen, Digga. Digga, das ist so lecker, Mann, ich hoffe, ihr probiert das auf jeden Fall mal aus. Und das ist wirklich einfach und das ist günstig. Ich habe für das Fleisch 4 Euro oder so bezahlt, 4,70 Euro oder so, was eigentlich traurig ist, dass Fleisch so günstig ist und es nicht so gut ist wie es vor 15, 20, 30, 40 Jahren mal war, aber könnt es ja auch vegan machen, halt ohne Fleisch, nur die Bohnen, Digga, richtig lecker. Und guckt euch das an, liebe Freunde. Ey, ist das so lecker, ne? Komm, wir machen noch einen Geschmackstest. Komm! Oh, Digga, als meine Zunge das erste Mal diese Soße berührt hat, Leute, da hat sich in meinem Körper so ein Alarmsignal, so ein befriedigendes Gefühl, dieses Signal ist angekommen, Digga. Dieses Signal ist angekommen, Leute. Ich schwör's euch. Also wer das nicht ausprobiert, ist ein V-Mann, Digga. Digga, ich hab's wieder mal geschafft. Probiert es gerne aus und gebt mir Feedback dazu, wie ihr es fandet. Wenn ihr mehr solcher Dinger sehen wollt, Leute, dann abonniert doch meinen Kanal. Zurzeit habe ich noch sehr viel Zeit, weil ich arbeitslos bin. Wie oft soll ich es noch sagen? Ich kann viel solcher Videos aufnehmen. Aber ich brauche halt auch Ideen von euch, damit ich mal weiß, ja okay, das interessiert mich. Mehr sowas, mehr Vlogs, mehr dies, mehr das. Keine Ahnung, liebe Leute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, eine schöne Woche. Überarbeitet euch nicht. Das kann ich natürlich leicht sagen. Aber glaubt mir, auch wenn ich gerade nicht arbeite, habe ich auch ein hartes Leben mit diesem ganzen YouTube-Scheiß. Manchmal sitze ich an einem Video 6-7 Stunden. Okay, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Arigato, nandeskaido, makarono. Viel Spaß noch, liebe Leute. Thanks you. Tschüss.